Guten Tag, meine lieben Leute. Ich wollte euch darüber informieren, dass jetzt in der nächsten Zeit, und mit der nächsten Zeit meine ich die nächsten Wochen, leider wieder keine Parts kommen werden, weil ich umziehe und das mit dem Internet einrichten ziemlich lange dauert. Also je nachdem, wie schnell das mit dem Internet einrichten klappt, kommen auch die nächsten Parts. Also falls es lange dauert, müsst ihr eins und eins dafür ankacken und nicht mich. Ich werde in der Zeit, wo ich kein Internet habe, fleißig aufnehmen, ne? Schön weiter Illusion of Time und das Projekt, was danach kommt, werden sich auch einige Leute darüber freuen. Und zwar wird danach Resident Evil Code Veronica X gespielt für PlayStation 2 auf dem Emulator. Sehr schön. Das haben sich ein paar Leute gewünscht und ehrlich gesagt interessiert es mich auch das Spiel, weil das Spiel halt ja im alten Resident Evil Style ist, aber ein bisschen neuer. Ne? Also noch nicht so wie 4, aber auch nicht mehr so wie 3. Entschuldigung. Diese Fassbrause, die. Naja. Gut, also ich ziehe um mit meiner Freundin zusammen in eine schöne, große, kleine, niedliche Wohnung. Groß genug für uns beide auf jeden Fall. Und deswegen bin ich jetzt auch fleißig am Zusammenpacken und. Oh, mein Telefon klingelt. Kurz Moment. Was für ein Zufall, das war gerade die Tuse von einem DSL-Dingsbumsens. Das wird euch jetzt vielleicht nicht freuen, aber mir wurde gerade gesagt, auch wenn in der Verfügbarkeit des DSL-Anschlusses stand 16.000er Leitung, dass bei mir wahrscheinlich nur 6.000 Kilobit ankommen werden. Ich hoffe, das wirkt sich nicht aufs Hochladen aus, weil das ist ja viel wichtiger. Ne? Und sie meinte, ja, der Anschluss, der wird ungefähr so in 10 bis 14 Tagen geschaltet werden. Und ja, ich hoffe mal, das kommt so hin. Der Auftrag wurde jetzt weitergegeben und ja, dann muss ich halt gucken, wie lange das dauert. Also ihr wisst jetzt, warum es jetzt leider keine Parts mehr geben wird, denn naja, ne, man kann es halt nicht ändern. Aber ich werde auf jeden Fall Illusion of Time schon mal in der Zeit zu Ende spielen und auch schon die ersten Parts von Resident Evil Code Veronica X fertig machen, damit ich dann, sobald ich Internet habe, das alles schön für euch hochladen kann. Gut, das wären eigentlich schon alle Neuigkeiten von mir. Ja. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Noch schöne Ferien für diejenigen, die noch zur Schule gehen. Und vielleicht auch viel Spaß auf der Gamescom, wo ich auch nicht sein werde, leider. ihr werdet von mir hören. In den nächsten paar Wochen. Hoffentlich. Bis dahin, alles Gute. Euer Tintenmaster.